Ah, warte mal, auf Himmel Maps, ja? Offimmel? Auf Himmel Maps ist. Die heißt schon Famous Places. Auf Himmel. Alles klar, da sind die Offimmel-Maps. Ja. Ja, solange es keine Fummel Maps sind. Ach du, da hätte ich auch nichts gegen. Anderes Thema. Parima. 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 Parima Pariser. Wie hieß das nochmal? Famous Dingens, ne? Famous Places All over the world. all over the world. Das ist die Map heute. Willkommen zu einer neuen Runde GeoGuessr. Es ist Freitag, das Wochenende steht kurz bevor. Was kann man da besser machen als raten, wo man ist? Mit mir und Starwolf. Hallo. Dem. Gerade das Hirn ausgefallen ist. Ich habe jetzt irgendwas gesucht mit D, aber das. Nee, Ja, dem vergeht. gerade das Hirn ausgefallen Nee, ist, weil mit. er sich gewundert hat, warum du sagst Freitag, obwohl es doch eigentlich erst Mittwoch ist. Ach so, jetzt Ja. auch. Es hat ein Oh. wenig gedauert. Aber Ja. ja, hallo, willkommen am Freitag zu einer Ich neuen habe Folge irgendwas. GeoGuessr. Ich habe irgendwas mit DDD gesucht, mit dem. Duett. Weil wir ja zwei sind wegen Duett und ich wollte irgendwas nur mit D machen und mir ist aber nichts eingefallen so spontan, deswegen ist egal. Okay. Vielleicht fällt mir noch was ein. Start-Challenge in Start 3, Challenge. 2, 1, jetzt! Guck mich nicht so an. Hier gibt's Essen. Bonn. Bitte? What the fuck? Ah, ist das. Boah, da ist dieser scheiß Schirm im Weg, ne? Ja, ich weiß, wo wir Ja, sind. da ist nämlich eigentlich noch was da oben auf dem Berg drauf. Dreh dich mal bitte um. Also geh mal zum Startpunkt. Ach so, man kann sich bewegen. Ja, bin ich noch, bin ich noch, bin ich noch. Und guck mal bitte nach oben. Ach. Ja. Das Ding meine ich eigentlich. Ja. Jetzt muss ich nur die Stadt finden. Scheiße, Ja. wo war das? Oh, wo steht dieses scheiß Ding jetzt nochmal? Aber ich glaube, das steht nicht Boah, war das hier? direkt. Die Map größer machen. Bin ich hier drauf richtig? Wo steht dieses Ding jetzt doch mal? In welcher Stadt bist du denn? Ich bin in der Dominikanischen Republik. Da bist du falsch. Fuck. Wir sind in Brasilien. Wie komme ich hier? Ah, what the fuck? Wir Was habe ich sind denn in gerade Rio für ein de Auge? Janeiro. Ich habe gerade voll den Hirnaussetzer gehabt. Wie komme ich denn jetzt auf Dominikanische Republik? Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wo in Rio diese blöde Statue steht. Also ich weiß, dass wir hier so in der Bucht sind. Ach, da unten ist Rio. Ich hätte das Ding wirklich in Rio ist? Man kann sich nicht bewegen, ne? Da ein Doch, bisschen. so ein bisschen, Hier, ja. ach, hier ist die Copacabana. Wenn man jetzt auch wüsste, wie das olle Ding heißt, ne? Statue? Okay. Ja. Naja. Ja. Lage. Ich hab echt. Boah. Ach, jetzt weiß ich, wie ich auf Dominikanische Republik gekommen bin. Das Ding kam in irgendeinem Fast and Furious Film auch mal vor und in irgendeinem der Filme waren sie auch in der Dominikanischen Republik. Natürlich ein super Ich weiß Zusammenhang. nicht, wie dieses Ding heißt. Okay, das heißt Amanchano dos Buissos. Ich muss hier.
Also, was ich sehe, ist da unten Es könnte. so ein kleiner See. Man erkennt doch nicht mehr. Ich habe eine Vermutung. Wo es sein könnte? Ja. Ich hatte auch schon eine Vermutung. Gibt Ich es, bin mir also aber nicht man ist sicher. definitiv am Meer, ne? Ich muss hier noch umgucken, schnell. Wenn man runterguckt. Eine Naja, Minute haben wir man. noch. Man guckt da so runter und da ist so ein See und dann ist aber die Straße noch weiter da. Wenn man dann da stehen tut. Muss Passt. irgendein See direkt am, an. Ja, das, also, okay, das passt schon mal gar nicht. Scheiße. Wobei man, nachdem wie weit man guckt, ne, könnte das. Also dahinter ist ja noch wieder mehr, ne? Dahinter ist der Ozean. Ja, Der ja, Atlantische. Wir müssen langsam gessen. Wir ja, haben ja. noch 26 Sekunden. Das hier? Ich weiß es doch nicht. Da unten mit der Russe, ach Gott, ist. Ja, ich guess jetzt. Tipp jetzt dahin. Ist egal. So, mehr Oha. Gas, ne? Ja, ich hab schon. Okay, 17 Kilometer war ich weg. Ach, da war's, ja. 5,6. Ich war auf dem falschen Berg. Cristo Cristo Red. Redentor. Hab ich noch nie gehört. Aber Okay. Cristo, da hätte man vielleicht. Ne, ich war hier bei. Ja, ich sehe es gerade, wo Da, du weil da bist. drunter stand Monumento Natural dos Morros. Irgendwas mit Da Monumento war ich dahinter. vorhin auch schon. Das hat mit dem See halt noch nicht gepasst. Ich dachte mir jetzt, komm, ja, aber da links ist der See, ja. Das macht dann tatsächlich Sinn. Aber Hauptsache erstmal in der Dominikanischen Republik suchen. Ja gut, die Map hätte ich natürlich gewonnen, hätte ich dir nicht gesagt, dass wir in Brasilien sind, ne? Ich glaube, ja, könnte gut sein, dass ich dann nicht drauf gekommen So, dann play next round in. bin. 3, 2, 1 jetzt. Das ist echt was für Leute, die Höhenangst haben. Hoover Dam. Was, Amerika. Kudamm? Nein, Hoover Dam. Wenn ich Oh. mich nicht täusche, ist er im Grand Canyon. Könnte ich aber auch falsch liegen. Guck mal nach oben. Da siehst du den Kudamm. Gut Dach. Da Was hat hält er er da in der Hand? die Kamera. Okay, sieht aus wie eine Drohne. Ich dachte erst an Mikro. Aber. Ja, aber das sieht für mich eindeutig nach einem Hoover-Damm aus. Okay. Hier, was mir gerade auffällt, hier wurde ein James Bond-Teil gedreht. Es war eine Szene von GoldenEye. Ja, gut, dass ich so viele James Bond-Filme gesehen habe. Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Aber wenn dem so ist, dann ist dem so. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo der Grand Canyon ist. Der Grand Canyon ist wahrscheinlich in. Natürlich in. Ist der nicht Ja. irgendwo in der Nähe von Nevada? Ja. Ja, bei dabei so Salt Lake City in der Nähe, kann das sein? Kann sein, ja. Passt aber irgendwie alles nicht. Colorado Pikes, Colorado Springs. Warte mal, Colorado. Da fließt doch der Colorado River durch, ne? Ja. Durch den Grand Canyon. Aber jetzt müsste man den River nur noch finden. Den finde ich aber gerade Wo ist denn nicht. Colorado? Colorado ist relativ in der Mitte. Neben Kansas, Nebraska, New Mexico, Utah, Denver. Ich hab's gefunden, ja. Denver. Colorado City, aber ich finde da beim besten Willen. Canyons of the Ancient National Monument. Okay. Ist aber falsch. Canyonlands National Park. Canyonlands, ja, genau, das habe ich auch bekommen. Yellowstone.
Bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob der. Da, Grand Canyon National Park, noch ein bisschen weiter nach links. Von? Von da, wo du gerade warst, von diesem. Wo warst du denn gerade? Was hast du noch gerade nochmal gesagt? Canyonlands National Park, südwestlich. Östlich von Las Vegas. Rechts daneben drin. Grand Canyon Parish National Monument. Da, Genau, da ja. ist auch der Colorado River. So, und jetzt muss man nur noch dieses verdammte. Colorado River sehe ich aber noch nicht. Der fließt da durch. Ach da, ja, ich sehe es gerade. So ganz still und heimlich. Das Problem ist nur, das Man nur Ding noch ist mega den lang. Ho Hooverdamm finden. Ja, dazu gehen wir jetzt einfach immer schön diesem komischen. Ja, bis wir direkt in Las Vegas sind. Ja, da bin ich Geil. nämlich schon. Ich gehe jetzt hier in Richtung wieder zurück. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, ob man wobei, das müsste man eigentlich sehen, ne? Ja, der müsste auch als Monument ausgezeichnet sein. Ach stimmt, da muss man ja gar nicht so weit rein. So, Campingplatz, Diamond Creek, ne, ich glaube nicht. Flats at, ich glaube nicht. Campingplatz, ich glaube immer noch nicht. Toe Reap Overlook? Na, nee, nicht so wirklich. Scheiße, ist das Ding lang. Marble Viewpoint. Wir haben nur noch 45 Sekunden Zeit. Wo ist der blöde Hooverdamm? Also ich weiß auf jeden Fall, dass das ist. Okay. Ich habe die Kirche Jesu Christi gefunden. Horse Show Band. Ne, das ist was anderes, glaube ich. That View Watchtower. Also jetzt bin ich schon an dem Wir haben noch Punkt, 19 wo. Sekunden. Ja, ich bin am Ende des Flusses angelangt. Ja, ich war an beiden Enden. So, ich make guess. Ja, ich mach hier, make guess. Toll. Nein, da war ich doch. Ich war nicht weit genug Oh, da reingezoomt. unten ist er. Fuck. Da war ich. Jetzt steht's auch dran, Staudamm, Ja. Hooverdamm. Ich hab nicht nah Was? genug reingezoomt. Wenn du nämlich rauszoomst, ist der weg. Ich bin nicht näher rangegangen. Wie weit bist du weg? 140 Kilometer. Oh, ich bin 290 Kilometer. Bist noch ein bisschen weiter gelaufen. Ja! Warst schon fast in Ich sonst war wo. schon fast in Utah. Ah. Das Ding ist nicht mal neben Las Vegas, ey. Okay, ah, wieder was gelernt. Wieder was Hooverdamm ist gelernt. direkt in Las Vegas. Oder? Das Ding heißt Hooverdamm. Ach Ja, nee. Arsch. Da wusste ich jetzt nicht. Ja, ich hab das Ding sofort erkannt. Aus dem Film jetzt, oder? Nee, allgemein. Ach so, Ich allgemein. hab gesehen, Riesenstaudamm kann nur der Hooverdamm sein. Das Ding ist schon fast ein eins der sieben Wunder. Oh, Also es ich. gehört auf jeden Fall zum Weltkulturerbe. Okay, hätte für mich jetzt auch Wenn ich mich nicht irre. die Mörser, der Mörser Flussstammstau, ist egal. Fläne. Okay, Planet Fläne, Round ja, in. 3, 2, 1 jetzt. Indien. Tempel. Tempelhof. Krass. Schöneberg. Hauptstadt Berlin. Da ist doch die Siegessäule. Ja, das ist ein ziemlich berühmter Tempel in Indien. Woher weiß ich? Ja gut, das ist gut, das ist Famous Places, ne? Klar, dass der Ja. berühmt ist. Aber als ob ich einen Tempel in Indien kenne. In welcher Stadt steht der? Ja, das ist jetzt die Ich Question. weiß nicht, ob das zu Neu-Delhi gehört oder Bangladesch oder wie Oder Mumbai. heißt. Was? Oder Mumbai. Ist Bangladesch Bangaloren oder ist was anderes? Was anderes, ne? Bin mir nicht sicher, ob sie es wieder umbenannt haben. Oder nicht Ah. oder Sri Lanka. Nein, Sri Lanka ist das nicht. Ach, da ist Bangladesch. Nee, Bangladesch ist aber.
Das ist ein ganz anderes Land. Ne, warte mal. Bangladesch ist ein ganz anderes Land. Ich weiß nicht, wie dieser Tempel heißt. Ja, wenn wir das wüssten, wäre es einfach, ne? Steht auch nichts dran. Nee. Aber man kann da hochlaufen. Ach, cool. Ja, also so ein Tempel würde ich aber schon gerne mal rein. Ja, auf jeden Fall. Also, da hätte ich irgendwie Also Bock. ich gehe sehr stark davon aus, dass wir in Indien sind. Weil das eigentlich von den Leuten her eher wie Thailand aussieht. Da steht Danger auf der Schrift, aber ich kann die Schrift nicht erkennen. Hier sind doch bestimmt irgendwo so Drehräder, wo Lara Croft wieder dann drehen würde, oder? Nee, da steht irgendwie so eine Tür auf. So sieht das hier aus. Geh mal in die ganz andere Richtung. Ich glaube, das ist indisch. Mir halt nicht sicher. Schon krass aus. Eine riesige Statue, Hilfe. Komme ich ja nicht hoch. Okay, so groß ist sie gar nicht. Sieht ja nur so aus. Ja, aber imposant sind die Dinger schon, also auf jeden Fall. Groß, ey, weil du kannst dann aber auf die ganz andere Seite und da ist dann nochmal so ein Rieseneingang. Tja. Tja, wo steht das Ding? Irgendwo im Grün. Ich vertraue auf mein Bauchgefühl und sage, wir sind in Indien. Aber da hinten stehen noch so viele Leute rum. Da das hier famous Plätze sind, kann es ja nicht irgendwie so ein kleiner Popeltempel sein. Ja, das Ding Also. ist ja weltberühmt. Also ich habe es ja sofort erkannt. Warum erkenne ich sowas nicht? Gut, wobei so auf die Richtung wäre ich jetzt auch gekommen. Mal ein bisschen nachgucken, aber. Da komme ich nicht hoch, ne? 55. Ja, ich könnte guessen. Fällt jetzt auch nichts anderes ein. Ah, da steht was. Was steht denn da? Und dann No Sitting on Balustrade. Halt in der Landessprache, aber was das ist? Könnte alles sein. Außer Deutsch und Englisch. Ich habe Ja, auf jeden Fall auf einem Schild eine deutsche Flagge gesehen. hey, hab wohl Ja. Barista vergessen. Bitte hier abholen. Ja. Kevin sucht seine Mutter. Kevin allein in Indien. Ja, ich kann auch gessen, Ja, also. okay. Ich mag das jetzt. Dann gessen. Naja, Yay. also Indien weiß nicht ganz richtig, Kambodscha aber. ist das. Oh, da ist auch die Kuh, da sind auch die Zeichen, die ich gesehen habe. Buddhistischer Tempel. Ja, Moment, ich habe aber auch einen buddhistischen Tempel, ne? Lass doch mal Maps zu. Bitte was? Ach, mein Google Maps ist jetzt gerade zweimal aufgegangen. Angkor Wat heißt das. Aber ja, das Ich Ding ist weltberühmt. war beim Hindu-Tempel Kalababi Ashram Trustre irgendwas. Gesundheit. Danke. Du Next warst aber one. ungefähr genauso weit weg wie ich. Ach Du so, hast nur krass. 7 Punkte mehr. Ah. Ich war direkt in Neu-Delhi. Ja, ich nicht. Ich war in Gopalpur Kadana. Hindu-Tempel. Ach, du hast auch einen Hindu-Tempel. Ich hatte nämlich auch einen Hindu-Tempel. Wenn du mal ranscrollst an die Map, hier ist gefühlte alle 100 Meter ein Hindu-Tempel. Kann sein. Okay, play next round. Play next round. 3, 2, 1 jetzt. Brücke. Riesenbrücke. Also die Golden Gate ist es jetzt
Nicht. Die Golden Gate? Gate. Golden Gate. Golden Gate Sprit? Ja, die kennst du nicht, die berühmte Golden Gate Bridge. Golden Gate Spritz kenne ich ja. Oh. Aber ich kenne die Brücke von irgendwoher. Also, so kommt mir nicht unbekannt vor. Das ist in Italien? Italien. Ist das Italien oder Spanien? Eins von beiden. Das ist auf jeden Fall auf der A75. Hm. Ach, den Zettel hast du auch hier vor. Viadukt de Milau. Ja, genau. Es ist also ein Viadukt und keine Brücke. Naja, gut. Wahrscheinlich ist es trotzdem eine Brücke. Ich suche jetzt die Autobahn A75. Ich glaube, das ist Italien. In Spanien gibt es keine A, da gibt es nur AP. Hier sind... Italien gibt es nur S. Aber wobei, warte mal, im Norden könntest du halt noch. Ah! A35, A21, A7, A11. Im Süden gibt's dann gar keine mehr. Doch, A24. Wenn ich die Autobahn suche, dann dauert das zu lang. Und wir haben noch 3 Minuten. Ja, die können ganz schnell rumgehen. Ich weiß. Spanien fliegt raus. Ja, oh, scheiße, die haben doch das A5. Oh, A5 ist ein bisschen zu klein. Nee. Also ich suche schon in Italien. A77, A77, A71, aha. Die gefunden. Hast du die gefunden? Nein, wo hast du die gefunden? Ich bin gerade in Le Mans. A55. Das war kein Witz. Le Mans? Ich war gerade. Wo ist Le Mans? Jetzt bin ich in Dijon. Ich bin gerade Mailand, Monster. Ey, wir machen nicht Formel 1 Strecken. Ich bin in Frankreich. Ach so. Weil dieses Prignac, das... Comprignac, ja. Kommt das... ob das nicht doch französisch ist? Vor allem dieses Demi-Lol, das könnte auch französisch sein. Ich habe die A75 gefunden. Die ist südlich. Oh, ich habe eine Vermutung, wo wir sind in Frankreich. Ja, ich hab's. Ich hab die Stadt gefunden. Irgendwo geht's jetzt zu den Pyrenäen. Ah, hier. Da. Kreiselz. Da. Jetzt brauche ich nur dieses Scheiß. Da. Ich hab's. Da ist es. Hello. Da sind wir. Gehen wir zum Ausgangspunkt. Man guckt quasi, das ist so eine Kurve. Das heißt, das ist ungefähr hier. Das ist das hier. Wir sind aber nicht direkt in Kreiselz, ne? Könnte aber, warte mal, Norden ist links. Norden ist links. Das passt. Nee, wir sind nicht in Kreiselz. Und dann geht's nochmal rechts. Wir sind links ungefähr. Dann, ja, das ist das. Hier. Okay, ich kann Gas machen. Ich auch. Toll, 27 Meter, willst du mich verarschen? Echt? Ja. Ah, ja, toll. Was dumm. Was denn? Ich war auf der anderen Seite der Brücke. Deswegen habe ich auch gesagt, Norden ist links. Okay, wenn ich von da bin, Norden oben links passt. Ja, ich bin 1,7 Kilometer weg. Du bist quasi beim Supermarkt Leclerc. Ja, ist wirklich Leclerc. Nein, nicht ganz so weit. Ich bin bei Russell Inox. Ah, Russell Nyon. Gesundheit. Ja, finde ich gut. Ja, aber was mich jetzt halt hier rübergebracht hat, von so, Italien weg, stimmt. War dieses De Pyrenees. Das hörte sich so Pyrenäen. Ah, Gebirge. Oder zwischen da, okay. Frankreich und Spanien. Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Mir war nur dieses eine Wort da, war zu französisch. Okay. Also das ist irgendwo so Ja, zu. du hast glatte 5000 Punkte, ich habe 5 Punkte weniger. Das ist Ich gebe wahrscheinlich 4 entscheidend. Sterne. Ja, ich habe 5 gegeben, weil das sah sehr schön aus. Und dann würde ich sagen, nächste Runde, ne? Ja, gucken wir mal ganz schnell einen Blick auf die Uhr. Hoppala. Ah, okay, gut. In 3, 2, 1 jetzt. Ach, sehe ich schon die letzte Runde. Prima. Wir dürfen uns nicht bewegen. Ach du Scheiße. Was ist jetzt hier mit den Famous Place? Die Venedig? bebaute Brücke da drüben. Hm. Sind wir vielleicht, also Venedig? ja. Würde ich jetzt einfach mal so ganz spontan. Was? Mein Wasser, Häuser? Alles ganz schön schräg. Genau, das. Das ist Italien, ja. Ich weiß Sowohl. allerdings nicht, ob das durch die Optik kommt. So. Aber auch die Szenerie kenne ich. Auch das ist aus einem James Bond Teil. Ernsthaft? Aus dem gleichen, aus GoldenEye. Haben die nur aus dem Film was genommen oder was? Egal, bringt mir nichts, weil ich weiß ja nicht mal, wo Hotel die. Bercieli. Also Ah, wir sind auf jeden Italien. Fall in Ja, Italien. das ist richtig gut. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo Venedig ist. Da Ich ist Venedig. Ich hab's. hab's auch. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es Venedig ist. Boah, doch, das ist Aber definitiv ich Venedig. erkenn's überhaupt nicht, was das sonst sein soll. Was hast du denn, diese. Was hast du für ein Hotel gefunden? Hotel Bercieli. Oh, Gesundheit, ne? Vor allen Dingen sucht man eine Brücke in Venedig. Ach, du meinst da, weil es da so wenig gibt, ne? Ja, genau deswegen. Es. Katholische Kirche, katholische Kirche, katholische Kirche. Ja. Das ist ja wie vorhin in Kambodscha da. Hindu-Tempel, Hindu-Tempel, Hindu-Tempel. Nee, ich habe keinen Plan, wo wir sein sollen. Ich habe wieder das Problem wie damals mit Paris, dass die Map teilweise grau ist bei mir. Das ist toll. Ah, da kommt wieder was zum Vorschein. Ja, doch nicht so viele. Aber sonst gar nichts. Boah, das treibt mich ab. Das müssen ja dann auch, das müssen mindestens drei Brücken relativ schnell hintereinander sein. Also kann das hier schon mal nicht sein. Ich habe graue Maps, das ist ganz blöd. Wir sind hier. Ja, ich bin noch am gucken. Ja, nee, hast ja noch Zeit. Nur meine Map ist halt wieder grau, ich kann da nicht viel erkennen, leider. Norden ist da. Da. Wo ist dieses blöde Hotel? Dreißig.
20. Ich setz mich jetzt hier hin. Make Ich guess. make guess. Ein bisschen weit weg. Aber ich kann nichts erkennen, meine Map ist komplett grau. Wie weit bist du weg? 204 Kilometer. Ich bin 254 Meter. Oh, war das nicht Venedig? Wir waren in Florenz. Natürlich. Natürlich Florenz, ja. Hätte man eigentlich drauf kommen können, wenn man Assassin's Creed spielt, ja. Ich Da habe auch gab's diese dann. komische Kuppel da im Hintergrund auf einmal gesehen. Da hat man auch damals mit Flo. Ja. Ja, gut, aber ich habe eh nichts mehr gesehen. Ich habe graue Karte. Nee. Your summary. View Summary. Ich auch, die Karte ist auch grau. Sehr schön. Sehe gar nichts mehr. Jetzt sehe ich. Okay, schön. Du Oh, das war aber knapp. musst du mir sagen, ich habe nichts. Wir Ich habe nur haben. noch grau. Du hast 19.597 Punkte, ich habe 19.729 Punkte. Also habe ich um 200 Punkte verkackt. Ja. Geil. Ja, Florenz war schuld, beziehungsweise Venedig oder wie auch immer. Ja, da waren wir 500 Punkte auseinander. 600 Punkte meine ich. Ja, und auf der zweiten Map, wo auch immer das war, da warst du 400 Punkte vor mir. Und damit haben wir Zweite. 200 Punkte Unterschied. War das nicht der Tempel? Ich weiß nicht, ob das zweite der Tempel war. Keine Ahnung. Naja. Nein, das dritte war der Tempel. Das dritte war Da falsch. waren wir 3000 Kilometer Ach ja, stimmt. weg. 100 Kilometer. Ich glaube, das war der Hoover-Damm. Stimmt, da war ich 150 Kilometer weit weg und du warst noch einen Ticken weiter. Das könnte sein. Ja, ich war 203. Ja, das war der Hoover-Damm. Und das Hoover-Damm erste war. war. Was war denn das erste? Irgendwas, was du auch kanntest. Aber wir hatten hier, dieses hier in Ach Rio, ja, in Rio. Rio, ja, Das genau. war das erste, glaube ich. Ja. Ja, schön über die Welt verteilt. Auf jeden Fall tolle Plätze. Wo man. Könnte man alle kennen? Können. Ja, ich kannte das erste. War aber damit trotzdem falsch. Ja. Ja. Und ansonsten kann ich davon nichts. Echt nicht? Den Hoover-Damm kannte ich nicht. Du Den kanntest Te. bis heute nicht den Hoover-Damm. Habe ich bestimmt schon mal irgendwo gehört oder gesehen in der Doku, aber jetzt so spontan, nö. Ab zurück in die Schule. Als ob man das in der Schule Das ist ein lernt. Riesenwasserkraftwerk. Ja, wie gesagt, Schule ist bei mir lange her, da keine, was weiß ich denn. Ey, komm hier, jetzt komm hier nicht mit der Ausrede, Schule ist lange her, ja. Ich bin ein paar Jahre älter. Ach, Mann. Die ist noch länger her. So einen indischen Ja. Tempel, da gibt es 3 Millionen von. Das stimmt allerdings. War auch kein indischer, war ein kambodschanischer. Entschuldigung, ja. Was war da? Hier Florenz, woher soll man das wissen? Und was war das fünfte? Das war jetzt das letzte, Florenz. Ich habe auch nur vier aufgezählt. Rio, Frankreich. Hoover, Frankreich. da. Ach, da, Diese Brücke. ja. Die Kreiselsbrücke. Die Croissant-Brücke. Ja. Gut, das war wieder Ja. eine Folge GeoGuessr mit sehr schönen Ja, Plätzen. besser als dieses komische Buschfeuerwerk vom letzten Mal. Mit einem Hakenkreuz, was noch zensiert werden muss. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bitte, Dankeschön. Und Und bei Anregungen ab in die Kommentare damit. ob es dann umgesetzt werden, ist die andere Frage. Ich denke schon. Doch, 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 bei uns ist das. Wir nehmen sowas ernst. Juti, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Und bis Mal. zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Auf Bumm. Himmel. Ciao. Auch Filme war eh Klassiker. Auf Himmel. Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Ja, wenn dein bestes Stück die Farbe ändert Richtung Rost, dann sollst du dir mal danken, weil hast du Lattenrost. Wenn ein Schäfer seine Schafe verhaut, ist er dann ein Mähdrescher? Oh.
Der ist gut. Der ist echt gut.